Ich habe die TAS kennengelernt, als die noch gar nicht TAS war. Zurück in den 80ern habe ich mit ein paar Jungs gesprochen, die American Sports betrieben haben. Die einen waren Frisbee-Spieler, einer davon hieß Thomas Siebmann. Dann gab es Rollerskater, es gab Skateboardfahrer und BMX-Fahrer. Und da war von TAS noch keine Rede, aber die Jungs waren engagiert, die haben ihren Sport mit Leidenschaft betrieben und sind zu uns gekommen, ob wir nicht die Jungs sponsoren wollen. Denn die hießen Kangaroos. Die haben uns gesucht, weil wir Kangaroos waren. Und so sind wir eigentlich damals zusammengekommen. Ich denke, das war in den 80ern, 86. Die Flying Kangaroos, die sind so entstanden, dass diese Jungs, die diese American Sports zusammen gemacht haben, auf uns zukamen und gefragt haben, ob wir denen nicht so eine Halfpipe sponsoren würden. Das hätte zu ihrem Glück noch gefehlt, ein transportables Ding, was die überall hin transportieren können. Ich habe mir das überlegt damals und habe gedacht, wunderbar, das kann ich meinen Schuhhändlern zur Verfügung stellen für Event-Veranstaltungen vor dem Geschäft in der Fußgängerzone und habe damals den Jungs die Halfpipe bezahlt. Und die haben sie bauen lassen nach ihren Wünschen, da stand groß Kangaroos drauf und das Ding war gewuppt. Und dann haben die eine Show gemacht daraus, die Flying Kangaroos, und die sind zusammen 4, 5, 6 Mann plus diese Frisbee-Spieler in einer gemeinsamen Show aufgetreten und wir haben die quer durch Deutschland in verschiedenen Städten bei Schuhhändlern auftreten lassen. Das Besondere an dem Projekt damals war, dass hier junge Menschen mit Begeisterung ihren Sport gemacht haben und diese Begeisterung umgesetzt haben in ein Event, in eine Organisationsform gebracht haben, die drumherum die Menschen unheimlich begeistert hat, weil das war in der Konstellation absolut ein Novum. Und wir haben damals unglaublich viel positives Feedback erhalten. Das hat also sehr, sehr gut gewirkt. Für uns, für die Marke, für die Sports und auch für diese Jungs. Mir persönlich hat es natürlich unheimlich Spaß gemacht. Wir waren ja damals als Kangaroos die Newcomer in Deutschland als Sportmarke. Und wir haben zum ersten Mal so ein richtiges Sportsteam gesponsert. Und diese Leidenschaft, die darüber gebracht wurde, eigentlich von beiden Seiten auch, für die Sports A, B, für die Marke. Und dann entstand daraus eine Zusammenarbeit, die einfach fantastisch war. Wir waren alle begeistert irgendwie. Wir haben ja dann eine Neuauflage gemacht von diesen Flying Kangaroos vor 3 Jahren, 2012, mit der TAS. Die TAS war mittlerweile gewachsen und aus der TAS wurde dann quasi eine Untertasse. Riesig groß, die schwebte da durchs Eventall und hat ja nun wirklich schon Extremes geleistet. Und es war eine ganz andere Organisation als damals in diesen Anfängen. Und ich kann nur sagen, dass dieser Spirit von damals auch heute noch in der TAS drinsteckt. Da ist immer noch Begeisterung und Leidenschaft drin für das, was die tun. Und das hat uns letztlich dazu bewogen zu sagen, lass es noch mal machen. Und dann haben wir es auch zusammen gemacht.